Und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Diesen Mittwoch ein Thema, das mir persönlich gerade am Herzen liegt. Und ja, ich möchte mit euch über das Thema Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit reden, weil ich habe vor ein paar Tagen morgen wird es eine Woche. Ist kein Witz, wirklich schon eine Woche her. Heute vor einer Woche ist mir meine externe Festplatte irgendwie, hat die angefangen zu spinnen und die wurde vom Computer nicht mehr erkannt und dann habe ich die auf jeden Fall morgen vor einer Woche, also letzten Donnerstag, zu einem Reparaturservice gebracht, wo ich im Internet recherchiert habe, dass es den gibt. Und dann habe ich auf der Internetseite gelesen, 48-Stunden-Service, also innerhalb von 48 Stunden kriegst du deine Sachen. Und habe ich so gedacht, okay, das wäre dann also du Freitag, vielleicht Samstag, das klappt, das werde ich einfach machen und deswegen bringe ich es da jetzt mal hin. Und dann habe ich auf jeden Fall die Festplatte, meine Mom hat sie ehrlich gesagt da hingebracht. Und dann ist es so gewesen, dass ich tatsächlich dann, mir gesagt wurde, wir melden uns innerhalb von 2 Tagen. Und dann haben wir auf jeden Fall Donnerstag, am Donnerstag ist sie hingebracht worden, als hätten sie sich am Freitag und am Samstag melden wollen. Und dann, aber ist nichts passiert. Also weder Freitag noch Samstag kam irgendeine Meldung. Dann am Montag, auf jeden Fall war dann irgendwie so, dass am Montag ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob Mama am Samstag dann nochmal angerufen hat und gefragt hat. Aber es hieß dann auf jeden Fall, am Montag melden wir uns. Und dann am Montag ist dann immer noch keine Nachricht gekommen. Und meine Eltern sind dann auch schon hingegangen und haben gefragt, wie sieht es eigentlich aus, was ist. Und dann war da immer noch keine Antwort. Und dann am Dienstag morgen ist dann auch immer noch nichts passiert. Und dann so Dienstagmittag kam dann ein Anruf und es hieß dann auch, die Festplatte kann gerettet werden und einige Daten auch wahrscheinlich. Man muss es sehen und es wird jetzt ganz langsam und es könnte jetzt über ein paar Tage gehen. Ja, auf jeden Fall, was mich an dieser ganzen Geschichte aufgeregt hat, war nicht, dass es so lange gedauert hat. Also ich hätte überhaupt kein Problem gehabt, wenn die mir gesagt hätten, okay, wir haben viel zu tun, es tut uns leid, es kann bis Mittwoch gehen, es kann vielleicht sogar noch länger gehen, bis wir überhaupt mal die Festplatte angeschaut haben. Aber was mich aufgeregt hat in dieser Situation, ich bin übrigens nicht alleine im Zimmer, wir sind zu dritt, Ladies Day! Und ja, was mich aufgeregt hat in dieser Situation war nämlich nur die Tatsache, dass die nicht gesagt haben, es kann länger gehen oder sowas wie, ja, falls es länger geht, wundern sie sich nicht oder so irgendwas, sondern dass die gesagt haben, wir melden uns innerhalb von 2 Tagen und dann nichts passiert ist. Und weder eine Entschuldigung, es kann länger gehen oder gut, wir haben noch viel zu tun gehabt, sie kommen dann als nächstes dran, also dass man einfach überhaupt nicht gewusst hat, wo man gerade steht und ja, entschuldigt, und dass man überhaupt keinen Überblick über das, wo man gerade steht, hatte. Und ja, das fand ich in dem Moment einfach furchtbar. Und vor allem, dass ich nicht wusste, kann man jetzt an der Festplatte was machen? Wird die Festplatte schon bearbeitet? Ist da irgendwas am Tun, am Werken? Oder liegt die da jetzt nur rum und es passiert gar nichts? Oder ich habe einfach mich darüber ein wenig geärgert, dass die nicht das, was sie versprochen haben, eingehalten haben. Ja, und für mich war das natürlich so ein wenig doof, weil klar, ich habe meine Festplatte gebraucht, weil ich arbeite damit täglich. Viele meiner Sachen, die ich auch so bearbeite und die ich tue, sind da halt drauf. All die vielen Artikel über alle möglichen Themenpunkte, die ich so sammle, sind da drauf. Also, die ich alle übrigens noch nicht alle gelesen habe, obwohl ich sie beim Bearbeiten meistens schon lese. Aber ich dachte dann einfach, so ein kleines
Ja, so und so sieht's aus. Oder am Fre ich hätte auch, ich wäre auch einverstanden gewesen, wenn die am Samstag gesagt hätten, hey, ja, es dauert noch etwas länger, aber dieses Nix sagen, das fand ich dann ehrlich gesagt doof. Weil ich bin eben jemand, ich sag, es ist okay, wenn du, ich bin wirklich da ganz und gar offen. Entschuldigt, ich werde ein bisschen abgelenkt vom Kratzen im Hintergrund. Ich bin da jemand, ich sage, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man einen Termin verschiebt. Es ist kein Ding, wenn man sagt, es tut mir leid, ich bin krank, ich habe noch keine Zeit dazu gefunden, ich kann gerade nicht oder irgend sowas. Und man dann sagt, okay, es tut mir leid, ich muss den Termin verschieben. Ich finde es nicht okay, wenn man sagt, wir sehen uns dann, also nur als Beispiel. Du machst einen Termin mit einem Kumpel aus und sagst, wir sehen uns dann am Freitag. Und dann am Freitag ist Freitag und du wartest, dass der kommt und er kommt nicht. Und dann am Mittwoch ruft er dich an und sagt, ja, übrigens, ich konnte am Freitag nicht, weil. Das finde ich dann schon ein bisschen doof, weil ich finde dann einfach, das ist nicht nett. Das ist einfach auch nicht fair gegenüber dem anderen, weil der wartet ja. Und ich erwarte, auch wenn sich das jetzt ein bisschen doof anhört, ich erwarte, dass die anderen da auch so agieren wie ich, nämlich dass sie wenigstens sagen, es tut uns leid, wir können gerade nicht oder könnten wir es vielleicht eine Stunde verschieben oder irgend sowas. Oder dass man sich zumindest meldet und sagt, was Sache ist. Da ist dann auch, es ist immer besser zu sagen, was Sache ist, weil ich bin dann der Ansicht, also ich persönlich, ich bin mehr enttäuscht und sauer, wenn jemand einfach nicht kommt, als wenn er mir sagt, es tut mir leid, ich habe verplant heute oder hey, es sieht so und so aus, ich kann jetzt nicht oder du, ich habe gerade einfach auch gerade keine Lust. Das finde ich dann einfach viel besser und viel ehrlicher als ein, ich melde mich nicht, ich sag nichts und ich bin einfach dann mal nicht, ich komme einfach nicht. Das ist dann. Oder ich melde mich nicht und der Termin findet trotzdem statt und ich bin dann nicht da. Ja, ich gebe natürlich auch zu, dass ich schon mal den Fehler gemacht habe und einen Termin verpasst habe, aber das, weil ich es vergessen habe. Es passiert jedem Mal. Aber ich habe dann auch immer jeweils zurückgerufen oder angerufen und gesagt, oh, es tut mir leid, dass ich es vergessen habe. Und zwar noch zeitnah, also noch am besten am selben Tag. Und ja. Das finde ich einfach dann eine Form von zuverlässig sein, dass der andere sich darauf verlassen kann, dass du dich meldest, wenn es nicht klappt, oder dass du dich meldest, wenn du was verpasst hast. Oder eben, dass du wenigstens weißt, warum es nicht stattgefunden hat oder was los ist. Damit dann einfach, das ist einfach dann sowas, wo man, ja, ich finde es einfach ein Ding, das mir wichtig ist. 20% der Leute sind ja da nicht so, warte mal, 80% der Leute, aber 20% der Leute, denen ist es halt wichtig, weil sie eben diese Planung brauchen, weil sie eben wissen müssen, wo der Stand der Dinge ist. Und ja, das ist mir wichtig. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss und würde sagen, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder wie es bei euch ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Tut mir übrigens leid für das viele Geraschel, aber ja, Mom und Hase haben gerade irgendwie einen kleinen Kampf ausgetragen. Und ja, meine Mutti hat gewonnen, der Hase schmollt gerade. Gut, wir sehen uns dann am nächsten Freitag. Falls ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail oder schreibt mir auch gerne was auf Facebook oder auf Twitter. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.